In diesem Video sprechen wir über den Softwarehersteller für die Kreativwirtschaft, und zwar Adobe. Wir gucken uns das Unternehmen dahinter etwas genauer an und klären auch, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob man lieber noch warten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über den Softwarekonzern Adobe oder Adobe oder Adobe, wie auch immer man ihn aussprechen will. Aber ich habe extra nochmal auf Google nachgeguckt. Man spricht tatsächlich das Ganze Adobe aus. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr diesmal mit Mehrheit für Adobe gestimmt und auch unter meinem letzten Video habt ihr viele Kommentare hinterlassen, dass ich mir doch gerne mal Adobe angucken soll. Also kommt das Ganze heute in der Aktienanalyse und wir schauen da mal etwas genauer drauf. Und wie immer starten wir mit dem langfristigen Chart des Unternehmens und auch der ist ein bisschen langfristiger als bei so manchem anderen Softwareunternehmen, das wir uns schon angeguckt haben. Geht hier nämlich zurück sogar bis in die 80er Jahre. Das Unternehmen ist eins der Urgesteine der Softwarewirtschaft und der Internetunternehmen und das werden wir auch gleich noch ein bisschen an der Historie sehen und bei dem, was das Unternehmen gemacht hat. Und auch die Aktienentwicklung im Summe sehr gut. Wir stehen heute nahe dem Allzeithoch, also absolut kein schlechtes Investment gewesen in der gesamten Historie. Apropos Historie, gucken wir mal ein bisschen auf den historischen Verlauf des Unternehmens. Und da sehen wir hier so ein bisschen, wie sich das Logo entwickelt hat. Worauf es mir aber eigentlich ankommt, ist, dass das Unternehmen hier tatsächlich 1982 gegründet worden ist, unter dem gleichen Namen Adobe. Hat sich dann so ein bisschen verändert, zumindest mal, wie die Grafik aussieht. Aber vom Grunde her hat sich der Kern des Unternehmens nicht groß geändert. Es hat sich einfach immer nur weiterentwickelt. Gegründet wurde das Unternehmen tatsächlich von den beiden hier, John Warnock und Charles Geschke. Charles Geschke ist mittlerweile leider verstorben, aber hier Warnock, auch er ist immer noch beteiligt an dem Unternehmen, aber mittlerweile nur noch mit einem sehr kleinen Prozentsatz, 0,09%. Das werden wir auch gleich bei der Auflistung der größten Anteilseigner sehen. Da ist er natürlich dann nicht mit dabei. Also er hat sich schon tatsächlich lange aus dem Unternehmen verabschiedet und eben auch als Großaktionär schon lange verabschiedet und ist jetzt nur noch in kleinen Teilen beteiligt. Geleitet wird das Unternehmen heute von Shantanu Narayen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist CEO des Unternehmens und auch einer der vielen CEOs indischer Abstammung. Wir haben das ja schon auch bei Microsoft mit Satya Nadella. Wir haben das auch bei Alphabet, dem Mutterkonzern von Google und auch bei einigen anderen Unternehmen, wo tatsächlich mittlerweile einige CEOs sind, die eben ursprünglich aus Indien kommen oder Indien gebürtig sind und mittlerweile eben hier an der Spitze von amerikanischen Großkonzernen stehen und vor allen Dingen eben von einigen Softwarekonzernen. Und auch er führt das Unternehmen hier, wenn ich mich richtig erinnere, seit 2007, also noch vor der Finanzkrise bis heute und hat das Unternehmen tatsächlich sehr transformiert zu einem Cloud-Konzern und das werden wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein historischer Auszug, den vielleicht viele nicht wissen von Adobe, der aber durchaus mal interessant ist, hat tatsächlich mit ihm hier zu tun. Steve Jobs, auch eine der Legenden aus dem Silicon Valley. Und was viele nicht wissen, tatsächlich hat Steve Jobs mal im Jahre 1982, also eigentlich fast direkt nach der Gründung, versucht, Adobe zu übernehmen, direkt für 5 Millionen US-Dollar. Klingt ein bisschen nach einem Witz aus heutiger Zeit. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, damals war das Unternehmen gerade frisch gegründet und es ist natürlich inflationsbereinigt immer noch viel Geld gewesen, auch für die damaligen Verhältnisse. Damals war das natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Warum wollte Steve Jobs Adobe übernehmen? Tatsächlich hat Adobe als erster Konzern im Prinzip einen Druckstandard entwickelt, der dann weltweit auch umgesetzt worden ist. Und für uns ist es heute natürlich vollkommen selbstverständlich, dass wir auf den Knopf drücken und es kommt irgendwas rausgedruckt, was so aussieht wie das auf dem Bildschirm. Aber in den Anfängen, in den 80er Jahren von Software, da war das noch gar nicht der Fall. Und da haben sie natürlich wirklich einen absoluten Standard geschafft. Und wenn man mal überlegt, dass Steve Jobs ja immer genau das wollte, dass man das, was man sieht, auch am Schluss in Händen halten kann, dass im Prinzip ein Rechner sozusagen auch wirklich eine Erweiterung der physischen Realität ist. Und das hat natürlich in sein Konzept gepasst. Deswegen hat er versucht, Adobe zu übernehmen. Die zwei Gründer, die wir gerade gesehen haben, die haben das damals abgelehnt, haben aber dann trotzdem mit ihm verhandelt, dass er zumindest mal eine 19% Beteiligung an Adobe erworben hat. Und damit war das Unternehmen dann tatsächlich auch eines der ersten bzw. eines der ganz wenigen Unternehmen, das direkt im Gründungsjahr bereits Gewinne erwirtschaftet hat. Und absolute Ausnahme und auch da hängt tatsächlich Steve Jobs mit hinten dran. Heute sind sie nicht mehr daran beteiligt. Sie haben immer noch, naja, manchmal so eine gewisse Hassliebe. Man wird sich vielleicht daran erinnern, Steve Jobs hat ja mal vor einigen Jahren
Tatsächlich Adobe Flash, diese Mediathek oder beziehungsweise dieses etwas interaktivere Webseitengestaltungsmodell, damals ziemlich zerlegt in einem offenen Brief, hat gesagt, dass das Mist ist, dass es viel zu viel Speicher zieht und einfach nicht zukunftskonform ist. Das hat tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen den ohnehin schon schleichenden Abgesang von Adobe Flash eingeleitet. Und dann kam HTML5 und hat das sozusagen abgelöst. Da ist so eine gewisse Hassliebe, weil sie haben natürlich auch gewisse andere Produkte. Es gibt zum Beispiel von Adobe Lightroom, das gucken wir uns gerade an oder gleich an für Fotografen. Da hatte auch Apple mit Aperture so eine gewisse Konkurrenzlösung, dass sie mittlerweile nicht mehr im Programm haben. Das gleiche ist für Videobearbeitung. Auch da hat Apple mit Final Cut ein eigenes Videobearbeitungsprogramm. Da sind sie so ein bisschen Konkurrenten. Auf der anderen Seite arbeiten sie aber auch wiederum eng zusammen, was einfach nicht ausbleibt. Das ist wie bei Microsoft. So ähnlich ist es mit Adobe hier auch, aber wenn nicht ganz so extrem, da Apple sich ja schon immer ein bisschen mehr in Richtung Kreativwirtschaft gesehen hat. Und da passt natürlich Adobe sehr gut rein. Jetzt gucken wir mal, wer heute an dem Unternehmen beteiligt ist. Und da sehen wir natürlich wie immer die üblichen Verdächtigen bei so großen Konzernen. Natürlich allen voran so die ETF-Anbieter. Wir haben hier The Vanguard Group, 8%, Fidelity Management 5%, BlackRock auch knapp 5%, State Street 4%, Geody Capital 1,7%, PrimeCap 1,5%, Janison Associates 1,4%, Janus Henderson Investors 1,4%, Fisher Investments 1,4% und Poland Capital 1,2%. Das sind die Top 10 Investoren. Wir sehen da die 0,09% des ursprünglichen Gründers, die sind weit weg von diesem 1%. Wir sehen wie immer natürlich, dass die ETF-Anbieter da ganz vorne mit dabei sind und Adobe hat ja mittlerweile auch einiges an Marktkapitalisierung und dementsprechend sind sie auch im S&P 500 und auch im MSCI World natürlich vertreten und spielen da vorne mit dabei. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was macht das Unternehmen denn ganz genau für die, die vielleicht nicht so in der Kreativwirtschaft unterwegs sind und die nicht genau die Produkte vielleicht zuordnen können, was mit Sicherheit bei den wenigsten mittlerweile der Fall ist. Tatsächlich teilt sich das Unternehmen in drei Bereiche auf und der ein oder andere Bereich dürfte sehr bekannt sein, aber der andere Bereich dann wiederum nicht. Und die drei Bereiche sind zum einen hier der kreative Bereich, der jetzt unter der Adobe Cloud beheimatet ist. Tatsächlich sind sie auch ähnlich wie Microsoft und andere Unternehmen sehr stark aufs Cloud-Geschäft umgestiegen. Dann das ganze Thema Document Productivity, also alles, worum es eher so um die Dokumentenmanagement, Dokumentenproduktivität geht. Hier geht es vor allen Dingen eben um Acrobat Reader bzw. das PDF, den PDF-Standard, der auch von Adobe stammt. Und hier haben sie ebenfalls mittlerweile Cloud-Lösungen und eben einige Lizenzierungs- und Softwarelösungen, wo es um dieses ganze Dokumententhema geht. Gucken wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an. Und dann haben sie hier nochmal das ganze Thema Digital Businesses. Und da versteckt sich dann auch noch ein bisschen was drunter, wofür Adobe bisher eigentlich nicht ganz so bekannt ist. Und deswegen gehen wir mal in die drei Bereiche rein und gucken uns an, welche Produkte denn da drin sind. Und da sieht man schon die Creative Cloud, das macht den Großteil aus. Da sind tatsächlich die meisten Produkte. Viele Produkte kennt man vielleicht. Adobe Photoshop, Lightroom für Fotografen. Also Photoshop ist ja eher zur Bildbearbeitung, Lightroom ist eher so zur Bearbeitung von Fotos, Illustrator, Grafiken, Fresco, InDesign, Adobe Stock, das sind dann tatsächlich einfach solche Fotos, wie man das vielleicht auch von Getty Images oder so kennt, Premiere Pro, da gehen wir dann eher so in die Filmbearbeitung, Premiere Rush, After Effects, das sind dann solche Spezialeffekte, die man damit machen kann. Adobe Dimensions, damit kann ich dann solche Grafiken, die ich erstellt habe, auf zum Beispiel Produktverpackungen oder sowas einfach anwenden und kann da diese Wölbung und Ähnliches einfach simulieren. Adobe Fonts, tatsächlich sind sie auch einer der größten Entwickler und Anbieter von Fonts, also von nicht Fonts im klassischen finanziellen Sinne, sondern von Schriftarten, in Englisch Fonts. Und da haben sie natürlich auch gewisse Lizenzrechte. Gibt es einiges, was man kostenlos nutzen kann. Adobe Behance, das ist im Prinzip so eine Online-Community. Und dann gibt es hier noch andere Dinge, die man hier eben in dieser Creative Cloud nutzen kann. Ich kenne jetzt auch nicht alle und ich nutze die auch nicht. Insofern kann ich da jetzt nicht allzu viel zu sagen. Aber sie sind mit diesem ganzen Geschäftsmodell eigentlich in die Cloud. Das heißt, früher hat man ja die Software gekauft von Adobe, hatte sie auf dem Rechner und hat sie immer mal wieder gekauft, wenn ein neues Update rauskam. Mittlerweile zahlt man eben einen monatlichen oder jährlichen Betrag, bekommt jedes Update mit, kann das auf jedem Rechner benutzen, hat teilweise hier auf dem iPad, auf dem Mac, auf dem PC, hat vielleicht verschiedene Programme. Die Dateien werden dann auch digital miteinander ausgetauscht, wenn ich sie in der Cloud gespeichert habe, kann auch mit anderen Teammitgliedern zum Beispiel an Grafikbearbeitungen oder Filmen zusammenarbeiten. Und da macht es dann natürlich Sinn und dadurch haben sie sehr stabile, wiederkehrende Einnahmen in Form eines Abo-Modells. Und so ähnlich versuchen sie das tatsächlich auch zu transferieren
Und da haben sie zum Teil sogar schon transferiert hier auf dieses ganze Thema Document Cloud. Also da geht es genauso darum, dass ich meine Dokumente, PDFs und so weiter und so fort einfach in der Cloud erstellen kann. Da sind sie natürlich dann in Kooperation mit Microsoft, dass ich zum Beispiel aus einem Word-Dokument direkt ein PDF erzeugen kann. Adobe erkennt dann sofort auch, wo sind vielleicht Felder, die ein Empfänger ausfüllen müsste in einem Formular oder ähnliches. Und da kommen wir hier zu Adobe Sign. Damit sind sie tatsächlich ein Wettbewerber zu DocuSign. Das ist im Prinzip ein Geschäftsmodell, was hier in Adobe drin ist. DocuSign ist eine eigene Firma, die als allergleiche macht, sehr hoch bewertet ist für den Vergleich, wenn man mal schaut, dass das Adobe genauso macht und die allergleiche Lösung anbietet, tatsächlich auch für einen geringeren Preis. Und ich kann im Prinzip hier direkt ein PDF erstellen, kann das genauso wie DocuSign auch wegschicken, mir unterschreiben lassen von jemandem rechtssicher und auch wieder zurückschicken. Ich gucke mir das gerade selbst für meine Kundenverträge auch an. Bin da so ein bisschen hinhergerissen zwischen DocuSign und Adobe Sign und macht bisher einen sehr guten Eindruck. Also insofern, auch da sind sie mit dabei. Und wofür sie nicht so bekannt sind, ist dieses Experience Cloud, wie sie es hier nennen. Und da steckt tatsächlich ihr Schritt auch mehr in den Bereich E-Commerce und Business-Modelle drin. Das heißt, sie sind mittlerweile auch im Bereich Customer Relationship Management, also auch CRM-Systeme, so ähnlich wie Salesforce oder wie das auch von anderen Firmen kennen, wie SAP. Auch hier sind sie mit drin. Da wollen sie natürlich besonders ihre sehr starke Verbindung in die Kreativwirtschaft nutzen, Grafikdesignern, großen Agenturen und so weiter und so fort und wollen hier nicht nur die Lösungen zum Erarbeiten des Endprodukts anbieten, sondern eben auch zum Kundenmanagement Möglichkeiten, dass man da direkt zusammenarbeiten kann, dass man sich Kundenfeedback einholt, wenn man zum Beispiel irgendeinen Entwurf gemacht hat und das eben alles über das CRM-System hin integriert ist. Das ist so ein Thema, was sie hier anbieten und aber auch noch viele weitere Dinge. Sie haben hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Analytics-Auswertungen zu machen, so ähnlich wie wir das auch von Google Analytics kennen. Sie sind da auch im Bereich Werbe und Werbevermarktung und eben auch Werbeanalysen mit drin. Das heißt, sie gehen auch immer mehr in den Randbereich ihres eigentlichen Geschäfts und wollen das einfach erweitern und sehen da eben ein weiterhin recht großes Wachstumspotenzial, was das Geschäft angeht. Also man sieht schon, Adobe entwickelt sich weiter vom einen nicht nur reiner Softwarekonzern hin eher zum Cloud-Unternehmen, was sich ständig weiterentwickelt. Wir sehen auch, dass sie in immer weitere Bereiche vorstoßen, hier auch immer wieder Akquisitionen tätigen, um auch im Bereich E-Commerce aktiv zu sein. Und dazu gehört zum Beispiel auch hier Magento E-Commerce kennt man vielleicht, das ist auch so ein E-Commerce-Anbieter, der gehört mittlerweile zu Adobe, wurde auch aufgekauft und damit sind sie tatsächlich jetzt auch das erste Mal so richtig eingestiegen, tatsächlich als Anbieter von E-Commerce-Lösungen und wollen auch hier stärker Fuß fassen. Also man sieht, das Unternehmen entwickelt sich weiter und wo könnte man das besser sehen als im Umsatz des Unternehmens und dazu gehen wir mal in den Aktienfinder und da sehen wir hier im Prinzip, wir sehen schon langfristig, wie der Umsatz hier gewachsen ist und auch hier gerade in den letzten Jahren durch die Umstellung auf das Cloud-Geschäft nochmal richtig angezogen hat, auch die nächsten Jahre stark steigen soll. Und wenn man mal guckt, absolut Top-Marge, Bruttomarge, 87% operative Marge, 37% Nettomarge, hier sogar ausnahmsweise noch mal ein bisschen höher. Also wir sehen, absolut top, verdienen sehr gutes Geld mit dem, was sie tun, Umsätze steigen und wir sehen auch, dass die Margen gestiegen sind im Zuge von der Umstellung auf die Cloud, also auch das eher eine positive Entwicklung für das Unternehmen, nachdem sie ja im Vorfeld eher rein investieren mussten in dieses Geschäft. Wenn wir mal gucken, woher kommen diese Umsätze, dann sehen wir jetzt hier mal diese Unterteilung einfach erstmal in digitale Medien und digitale Experiences, so nennen sie es zumindest mal, was sie unterteilen. Der Großteil hier kommt aus den digitalen Medien, 72%, gerade mal 24% dann aus Digital Experience, das ist sozusagen eher der neue Geschäftsbereich, den sie noch weiter ausweiten wollen, aber immerhin auch schon 24% Umsatzanteil, der Rest eben hier bei den digitalen Medien. Und dann gibt es hier noch so ein bisschen Werbung und Sonstiges, das macht gerade mal 4% aus. Das kann man so ein bisschen hinten überfallen lassen. Wenn man mal schaut, und da gibt es noch eine schöne Grafik von Adobe selbst, wie sie tatsächlich hier mittlerweile das Ganze entwickelt haben, da sieht man sehr schön, wie alleine von diesem Mediengeschäft, also dem großen ersten Teil, den wir hier gesehen haben, wie hier dieser Annual Recurring Revenue, also das jährliche wiederkehrende Umsatz, dieser Abo-Modell-Umsatz, wie der sich hier weiterentwickelt hat. Und wir sehen hier einfach, wie der sich immer weiter erhöht und wie der immer weiter stark ansteigt. Und das ist ja genau das, was man eben auch bei so einem Cloud-Geschäft sehen möchte. Selbst sagen sie, dass im Prinzip der Total Addressable Market für dieses ganze Cloud-Geschäft, das sie jetzt adressieren, bei 128 Milliarden liegt. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn man solche Zahlen sieht von einem Unternehmen. Das wird natürlich immer ziemlich aufgebläht. Das heißt jetzt nicht, dass Adobe wirklich 128 Milliarden Umsatz mal machen wird. Vor allen Dingen nicht 2022, davon sind sie noch zu weit weg. Aber man sieht zumindest mal, in welche Bereiche sie die Fühler ausstrecken wollen und wie sie sich hier eben weiterentwickeln wollen.
und was Sie hier als potenziellen Markt einfach einschätzen können. Da werden Sie mit Sicherheit nicht 100% bekommen und Sie werden mit Sicherheit auch nicht 2022 hier ansatzweise in diese Richtung gehen. Aber man sieht, nach wie vor besteht für Adobe Wachstumspotenzial und Wachstumsmöglichkeiten. Schauen wir mal her, woher der Umsatz denn eigentlich kommt, aus welchen Ländern. Da sehen wir, wie bei so vielen Unternehmen auch, der Großteil kommt da tatsächlich aus den Vereinigten Staaten, 52%. Aber ansonsten ist man eigentlich ganz gut diversifiziert. Wir sehen hier EMEA, also Europa, Mittlerer Osten, Afrika und so weiter, 20%. Dann haben wir hier Asien-Pazifik-Region, 9%. Wir haben Japan, die machen tatsächlich nochmal selbst 7% aus. Und wir haben Großbritannien, die machen auch knapp 7% aus. Und Südamerika macht hier so 5,5%, beziehungsweise Kanada und Südamerika so knapp 6% aus. Wir sehen also ein internationaler Konzern, der weltweit gut aufgestellt ist. Der Großteil kommt natürlich aus Amerika. Da ist natürlich auch der Großteil der Kreativwirtschaft zu Hause. Insofern passt das damit in das Bild zusammen. Aber sie sind kein rein amerikanisches Unternehmen. Gucken wir mal auf den Gewinn. Da haben wir ja gerade schon gesehen, dass der sich eigentlich eher beschleunigt hat durch das Cloud-Geschäft. Das sehen wir auch. Das Unternehmen hatte hier lange Zeit einfach im Prinzip einen fast gleichbleibenden Gewinn. Der hat sich dann hier deutlich beschleunigt nochmal. Und wir sehen jetzt hier für 2021 so ein bisschen leichten Rückgang, der erwartet wird. Und für die Prognose weiterhin sehr positiv, auch die Cashflows sehr positiv. Wir sehen, eine Dividende wird nicht ausgezahlt, keine blauen Balken hier im Aktienfinder. Also bisher noch ein Unternehmen, was viel Geld verdient, aber noch nichts davon groß ausschüttet. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt gucken wir erstmal in die Bilanz. Und auch die ist wenig erwartet, stocksolide, also wie erwartet eigentlich. Wir sehen hier eine Verschuldungsquote, die liegt vielleicht gerade mal, also zu verzinsende Schulden, gerade mal so bei 12-13%, Gesamtschuldenquote, also alles, was jetzt sonst noch so da ist an Verbindlichkeiten, nicht mal 30%. Und wir sehen, das Unternehmen macht so viel Geld, die könnten ihre Schulden tatsächlich zumindest mal die zu verzinsenden Schulden in weniger als einem Jahr zurückbezahlen. Also stocksolide, überhaupt kein Problem. Das Einzige, was wir hier noch sehen, ist dieser hellgelbe Balken. Das ist im Prinzip Goodwill, also immaterielle Vermögenswerte, würde man in Deutsch sagen. Also gerade bei Übernahmen zum Beispiel, dass man zu viel Geld bezahlt hat im Vergleich zum inneren Wert. Zu viel Geld muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es zu teuer war. Wenn es tatsächlich sich am Schluss in Umsatz- und Gewinnwachstum widerspiegelt, ist alles gut. Aber dieser Premium, den man zahlt zu dem Wert, das das Unternehmen eigentlich hat, das kommt dann halt als Goodwill in die Bilanz. Das birgt immer so ein bisschen Risiko und der ist natürlich immer weiter aufgebläht worden. Man muss aber sagen, ansonsten ist die Bilanz ja stocksolide. Und wir haben hier noch einen Riesenanteil an Treasury Stocks, das heißt zurückgekaufte Aktien. Und das ist das, was das Unternehmen tatsächlich jetzt schon die letzten Jahre gemacht hat. Zwar keine Dividende ausgeschüttet, aber sie haben tatsächlich konsequent Aktien zurückgekauft, teilweise in größerem Umfang. Dann so ein bisschen wieder reduziert, aber sie kaufen tatsächlich jedes Jahr Aktien zurück. Als Aktionär ist das natürlich eine schöne Sache, einem gehört ein immer größerer Anteil im Unternehmen, auch wenn man selbst nicht nachkauft, deswegen ist das jetzt nicht unbedingt verkehrt. Genug Geld verdienen tun sie, um das zu machen. Vielleicht schütten sie auch nochmal irgendwann Dividende aus, geplant ist es nicht, leisten könnten sie sich es auf jeden Fall und so schlecht wäre das jetzt vom Grundsatz her auch nicht. Gucken wir mal auf die ersten Kennzahlen und gehen hier mal auf KGV und KCV ein. Da sehen wir ganz schön auch teilweise hier mal so eine sehr hohe Bewertung, die das Unternehmen hatte. Wir sehen jetzt ungefähr ein bilanzielles KGV von 51, auch bereinigt von 51, KCV von 43. Und wir sehen schon, wir sind hier über sämtlichen historischen Durchschnitten dieser Kennzahlen. Also insofern von der Warte eher im historischen Vergleich im Moment relativ teuer die Aktie. Zu dem, was wir so sehen im historischen Vergleich. Gucken wir uns mal weitere Bewertungen an, gehen dazu in den Piotrowski-Score. Da sehen wir wirklich grasgrün, 7 von 9 Punkten, lediglich die Aufnahme von neuem Eigenkapital und eine steigende Verschuldung hier. Werden ein bisschen negativ gewertet, aber wir haben ja gesehen, alles überhaupt kein Problem. Insofern würde ich das jetzt hier auch nicht groß negativ werten. Also auch hier spricht nichts dagegen. Gucken wir mal den Levermann-Score ein und gehen deswegen hier auf Transparent Share. Da sehen wir Transparent Share, die raten hier eher zum Kauf mit 4 Punkten. Wir sehen wenig Negatives. Wir sehen hier eher dieses KGV, was wir schon angesprochen haben. Und hier unten noch das Kurs-Buchwert-Verhältnis, was ein bisschen negativ wirkt. Aber ansonsten wird hier eher zum Kauf geraten im Moment. Und dementsprechend auch hier eher ein positives Signal. Und das zieht sich jetzt eben so ein bisschen durch. Gucken wir mal auf die Bewertung des Unternehmens. Und dazu gehen wir mal in den Aktienfinder, in die Standardeinstellung. Und da sehen wir wie immer hier in schwarz den Aktienkurs des Unternehmens. Und dann hier die bunten Linien. Das ist im Prinzip der Fair Value, der auf Basis der historischen Kennzahlen berechnet wird. Was wir hier sehen, ist in grün der Fair Value auf Basis des bilanzierten Gewinns. Die gestrichelte Linie auf Basis vom bereinigten Gewinn. Deswegen hier auch ein bisschen gleichmäßiger. Und wir sehen hier den hellgrünen
auf Basis vom Cashflow. Und was wir hier schon sehen können, ist, dass der Aktienkurs weit weg ist von den fairen Werten. Wir hatten hier zuletzt eigentlich zum Corona-Crash mal eine faire Bewertung. Hier zwischenzeitlich waren wir auch mal ein bisschen näher dran. Jetzt hat die Aktie nochmal richtig angezogen. Also da sind wir weit weg von den fairen Werten. Aber man muss auch sagen, diese Standardeinstellung beim Aktienfinder, die muss man mal kritisch unterprüfen. Und deswegen gucken wir doch einfach mal, was wäre denn, wenn wir jetzt hier einen anderen Zeitraum auswählen würden? Und zwar schauen wir jetzt einfach mal, wenn wir jetzt nur die Bewertung ab 2015 ziehen, dann kommen wir tatsächlich auch schon ein bisschen näher ran an die faire Bewertung. Dann waren wir hier auch tatsächlich innerhalb von 2021, so Anfang 2021, waren wir auch ungefähr auf dem fairen Wert. Corona waren wir tatsächlich auch mal günstig unten drunter. Aber auch da sind wir nach wie vor eher so ein bisschen zu teuer. Um genau zu sein, sind wir eher im Moment bei einer Überbewertung von ungefähr 25% zum fairen Wert anhand der tatsächlichen Kennzahlen und der Gewinnentwicklung. Und das heißt, theoretisch zumindest bestünde ein Abwärtspotenzial von 25%. Aber wie immer gilt hier, das heißt nicht, dass die Aktie um 25% fallen muss. Es kann auch einfach sein, dass jetzt das Aufwärtspotenzial im Moment einfach begrenzt ist und dass es hier vielleicht eher noch mal ein bisschen zur Seite geht und einfach vielleicht aber nicht mehr so stark wächst in nächster Zeit. Und das sehen wir auch hier bei der Prognose. Die ist nämlich bis Ende 2024, genauer gesagt bis November 2024, ungefähr bei 13% oder 4% pro Jahr, was jetzt hier an Potenzial drin steckt, nicht so sonderlich berauschend. Dafür ist die Aktie einfach schon sehr stark gelaufen, auch in diesem Jahr erneut. Da wäre es hier zum Beispiel Anfang des Jahres sehr viel attraktiver gewesen, in die Aktie reinzukommen. Und das gucken wir uns aber gleich im Chartbild noch mal ein bisschen genauer an, was wir da ansonsten noch so sehen können. Was ein bisschen schade ist, tatsächlich hat das Unternehmen jetzt bald die Hauptversammlung, tatsächlich, glaube ich, nächste oder übernächste Woche, also relativ bald, kurz vor Weihnachten noch. Wäre natürlich auch noch schön gewesen, die Gesamtjahreszahlen 2021 zu haben. Da sind wir jetzt mit der Aktienanalyse leider ein, zwei Wochen zu früh. Aber macht ja nichts, wir können ja nächstes Jahr nochmal ein Update machen mit den Gesamtjahreszahlen für dann das Jahr 2021. Jetzt gehen wir mal in den Chart hinein und gehen nochmal in die langfristige Darstellung des Charts. Wir haben ja schon gesehen, langfristig ging es einfach bergauf. Und was wir aber auch sehen können ist, wir haben hier im Prinzip ja eine sehr volatile Phase gehabt. Da haben wir hier auch die Finanzkrise nochmal gehabt, 2008, 2009. Und dann, nachdem sich ja so ein bisschen das Ganze umgesetzt hat aufs Cloud-Geschäft, so ähnlich wie wir das von Microsoft kennen, da hat sich ein ziemlich steileres Wachstum, aber eben auch ein konstanteres Wachstum dargestellt, weil natürlich auch einfach die Gewinnströme sehr viel konstanter waren und nicht mehr so abhängig von Software-Releases, also dass ein neue Software rausgekommen ist und das wieder viele Leute auf einmal gekauft haben, sondern jetzt kommt das Ganze natürlich sehr viel kontinuierlicher, was Umsätze und Gewinne angeht. Und das sehen wir einfach auch im Aktienkurs. Und deswegen gehen wir mal auf diesen Zeitrahmen hier ein, zoomen so ein bisschen rein. Wir haben immer noch die wöchentlichen Kerzen, fangen hier über 2011, 2012 an bis jetzt heute. Was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass die Aktie eigentlich so mehr oder weniger in so einem Aufwärtstrendkanal hier die ganze Zeit gewesen ist. Mal eben ein bisschen weiter oben, mal ein bisschen weiter unten. Selbst im Corona-Crash sind wir gerade mal hier bis hier unten hingelaufen. Also alles noch sehr verhalten. Das Unternehmen hat es ja auch nicht wirklich gebeutelt, muss man sagen. Die haben ja eher von dem Cloud-Geschäft weiterhin profitiert, vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr profitiert, weil mehr Leute jetzt online Dinge gemacht haben und auf einmal online irgendwas Neues designen mussten. Und sie mit ihren Lösungen da natürlich genau dabei sind. Und wir sehen schon, wir sind jetzt hier im Moment eher so ein bisschen im oberen Bereich, also eher ein bisschen weit gelaufen und hatten jetzt hier auch schon die ein oder andere Korrektur. Jetzt gucken wir mal das Ganze ein bisschen näher an und zoomen mal auf die tägliche Kerzendarstellung rein. Hier haben wir den Corona-Crash. Dann ging es ja relativ steil bergauf, dann ist es erstmal eine Weile seitwärts gelaufen. Das war hier nochmal eigentlich ein ganz schöner Einstiegsmoment, bevor es dann hier oben rausgegangen ist. Und was wir sehen können, ist auch, dass wir hier so eine Seitwärtsphase hatten, eigentlich seit Mitte 2020 bis Mitte 2021. Also ein Jahr lang ging es eigentlich mit der Aktie nur so seitwärts. Das ist ja auch was man zum Beispiel bei Amazon sehen. Auch die ist stark gelaufen. Seit diesem Jahr läuft sie eigentlich nur seitwärts. Das machen Aktien, sie laufen stark, dann laufen sie mal seitwärts, dann laufen sie wieder stark nach oben, so ähnlich wie wir das jetzt hier sehen. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass wir auch erstmal wieder seitwärts laufen. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Bei der Bewertung vom Aktienfinder, es muss nicht sein, dass die Aktie runterfällt, sondern es kann auch sein, dass nicht der Aktienkurs sich der Bewertung annähert, sondern dass sich die Bewertung dem Aktienkurs annähert. Das heißt, dass der Aktienkurs einfach ein bisschen zur Seite weiterläuft und dann vielleicht die Bewertung ein bisschen näher ranrückt, wenn das Gewinnwachstum weiterhin so ist. Das sehen wir recht häufig, das könnte jetzt ebenfalls hier der Fall sein. Wir sehen ja hier auch den ersten Rückgang. Wir sehen jetzt hier auch so einen Rückgang, der aber wieder schon stark gekauft worden ist. Da gucken wir uns das gleich jetzt mal ein bisschen genauer an. Was wir aber auch sehen können, ist, dass wir im Prinzip hier seit dem Corona-Crash bis heute auch eine schöne Aufwärtstrendlinie haben, die eigentlich recht sauber verläuft. Und da haben wir auch genau hier wieder aufgesetzt, laufen jetzt hier schon wieder nach oben.
Und ich nehme das Video jetzt hier auf am 9. Dezember. Die Charts hier sind vom 8. Dezember. Das heißt, es kann sein, bis du das Ganze hier schaust, dass sich schon wieder was geändert hat zu dem, was ich jetzt hier gerade zeige, weil wir gerade hier auch in so einer Übergangssituation sind. Je nachdem, wann du dir das anguckst, kann die Situation schon ein bisschen anders aussehen. Aber ich versuche jetzt mal die verschiedenen Szenarien einfach vorzustellen, was jetzt hier passieren kann. Vom Grundsatz her kann ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt hier erstmal seitwärts laufen. Von der Warte her sind wir hier nach wie vor voll im Aufwärtstrend und alles ist positiv und es kann eigentlich weiter bergauf gehen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, noch mal ein bisschen mehr auf die aktuelle Situation, sehen wir ja, wir haben hier so eine Abwärtsbewegung gehabt, hatten hier einen klaren Einstieg nach dem Abwärts nach unten. Und auch hier haben wir jetzt gerade so eine Abwärtsbewegung. Jetzt hatten wir hier so ein bisschen die Panik um Omikron und um Zinserhöhungen in Amerika und das Erhöhen des Taperings. Und jetzt sind wir direkt wieder hier nach oben gelaufen. So richtig nach oben raus sind wir jetzt noch nicht gekommen, zumindest jetzt hier nicht mit Enddatum 8.12. Kann jetzt hier am 9. oder 10.12. schon wieder anders aussehen. Deswegen guckt ihr genau an. Und es wird natürlich interessant, wenn das jetzt hier oben drüber hinausgeht. Aber selbst wenn dieser Abwärtstrend hier nach oben rausgeht und durchbrochen wird nach oben, kann es trotzdem sein, dass das Ganze jetzt nicht hier weiter einfach nach oben läuft, sondern einfach dann hier weiter zur Seite. Das müssen wir dann halt einfach über die Zeit uns anschauen, müssen uns einfach beobachten. Das sollte man jetzt auch nicht prognostizieren und in die Glaskugel gucken, sondern einfach mit dem umgehen, was man macht. Wäre man jetzt hier eingestiegen oder würde man jetzt hier einsteigen? Ich glaube, langfristig ist das trotzdem nicht zwingend verkehrt. Aber ob das der beste Einstiegszeitpunkt ist, das werden wir natürlich erst sehen mit der Zeit. Wenn man das Ganze jetzt aber mal nimmt und sagt, man würde jetzt hier einsteigen, wenn das Ganze tatsächlich diesen Abwärtstrend hier vielleicht heute, morgen oder auch nächste Woche überschreitet, dann kann man natürlich hier wunderbar dieses Tief nehmen als Absicherung und sagen, komm, ich probiere das mal, wenn es klappt, ist wunderbar, wenn es doch wieder nach unten durchfällt, habe ich ein Risiko von um die 10%. Das ist einfach mal so zum Antesten durchaus möglich. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, man nimmt hier diesen unteren Bereich, geht vielleicht dann doch davon aus, dass es so eine Art Seitwärtsbewegung gibt, sichert sich unterhalb dieser Seitwärtsbewegung ab. Und falls es da unten drunter fällt, hätte man ein Risiko von 16%, wenn man jetzt hier einsteigen würde schon. Und das wäre immer noch vertretbar, wenn man jetzt sozusagen erstmal die Seitwärtsphase abwarten will oder gucken will und sich nicht sicher ist, ob es vielleicht nicht doch nochmal durch Zinserhöhungen, Tapering oder sonstiges zu einem größeren Kurseinbruch kommt. Da ist es schon sinnvoll, sich auch mal unten drunter abzusichern bei der Aktie. Ich bin tatsächlich selbst noch nicht in der Aktie investiert. Ich war es tatsächlich auch schon mal. Ich bin auch über andere Finanzprodukte in dem Unternehmen immer mal wieder mit dabei. Langfristig investiert bin ich jetzt im Moment noch nicht. Ist eher eine dieser Aktien, wo ich eigentlich schon lange mal rein möchte, aber immer wieder irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst habe. Ist aber eine, in die ich auf jeden Fall mal wieder langfristig investieren will, wenn es da den richtigen Zeitpunkt gibt. Beim letzten richtigen Zeitpunkt gab es andere Aktien, denen ich den Vorzug gegeben habe und nicht in Adobe rein investiert habe, sondern andere Aktien, war auch in Ordnung. Und ja, ihr sagt es ja immer wieder, ich kann nicht in alle Aktien investiert sein. Dafür gibt es einige andere Aktien, in die ich investiert bin und wo ich auch gerne mal eine Aktienanalyse drüber machen würde. Aber dann müsst ihr halt auch dafür abstimmen. Und leider stimmt ihr eher für die Aktien ab, die ich bisher nicht in meinem Depot habe, auch wenn immer in der Abstimmung Unternehmen dabei sind, die ich in meinem Depot habe. Wie gesagt, Adobe hätte ich gerne, habe ich auch immer mal wieder begleitet auf die eine oder andere Weise. Und irgendwann wird das auch mal in eher ein langfristiges Depot von mir reinkommen. Aber jetzt im Moment vielleicht gerade nicht, sondern das werde ich dann zum Beispiel über Optionen oder andere Dinge weiterhin begleiten. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und falls du selbst auch ein bisschen mehr lernen möchtest, wie man solche Aktien analysieren kann und welche Unternehmen in dein langfristiges Portfolio gehören oder welche eher nicht und welche eher Spaß- und Spielaktien sind, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Und ansonsten wünsche ich dir ja jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und eine gute Zeit. Bis dahin viel Erfolg an der Börse. Ciao.